Ich habe echt überhaupt nicht ein bisschen Stein. Warte, Stein kann ich dir schicken. Hm. 27 habe ich. Aber Stein ist normal was, das kannst du in Anführungszeichen kacken. Ja gut, aber gestern oder am Freitag, da hatte ich ja die komplette Karte ausgehöhlt. Diesmal teleportiere ich die komplett hin und her. Ja, aber hier ist steintechnisch auch echt wenig los auf der Map. Das meinte ich halt. Gut. Oh, wir werden angegriffen. Oh, Feuerteufel. Ja. Oh, wieder ein ganz schönes Fund von den Viechern. Hm. Oh, unten ist alles safe. Das sieht schon mal gut aus. Ja, die Feuerteufel, die schwimmen ganz schön weit oben. Mhm. Oh, schnell ein paar Gerüste fallen gelassen. Datz, datz, datz. Oh, meine wollen immer irgendwo einen Kilometer unten in den Berg und dann jammern sie. Komm bei mir hin. Danke, Merkel. Hä? Willst Wasser sammeln? Plötzlich macht er dir dein Steam-Overlay auf. So, hä? Ja, in der Hinsicht sind die Bogenschützen halt dann ziemlich gut, ja. Die können die vom Himmel holen. Ah ja, klar, hat halt alles seine Daseinsberechtigung hier. Ja. Oder halt die Magier, die dann halt direkt an Kettenblitz hinballern oder einen einfrieren, dann fällt der Eisblock runter. Das merkst du halt auch ziemlich fix. Ja, und du kannst ausleeren. Dann fülle ich jetzt mal den See auf. Ausrüsten. Das Golderz kommt noch mal rüber. Also Silber ist jetzt so eigentlich auch schon wieder 50, 60 da ungefähr. Oh, hab die Schneewittchen versteckt. Ah, geil, du kannst auf dem Portal auch öfters draufklicken, denn erhöht sich das mit jedem Mal. Naja, ach, das wusstest du noch nicht. Nee. Ich habe die ganze Zeit immer zwei Portale nebeneinander gesetzt. Ah, okay. Ja, nee, die kannst du hochstacken. Na, vor allem, das ist effektiver. Weil ein normales Portal geht ja bloß 2 Minuten und das nächste geht schon 6. Wenn du nochmal draufklickst. Ich habe nie drauf geachtet, wie viel Bonuszeit das bringt.
In wie viele Teile zerfällt eine Ente? Kommt drauf an, wie fest man draufhaut. Was denn? So, ich klöppe auch mal ein bisschen Stein aus dem Fels, ne? Jo, ist an sich nichts Verkehrtes. Ich guck mal, dass ich hier dann den Zakorak-Gedächtnissee aufgefüllt bekomme. Plop. Kannst du schon Stahlspitzhacken oder irgendwie sowas machen? Nee, überhaupt noch nicht. Da bin ich ja als dran. Dann war wieder irgendwas und. Nee, nee. Das kann ich auch selber gucken, eigentlich. Na, Stahl machen lassen kann ich es auf jeden Fall schon mal. Oh, das ist ein neues Goblin-Dorf da. Gobbo-Gobbos. Ist das Goblin-Dorf? Ah, wieder beim Shop. Ich habe schon Grofia und ein bisschen gut. Ah, ich sehe schon, es brennt. Grad mal, wie fit meine sind. Na, fit ist was anderes. Ich schick grad mal komplett essen und dann schlafen. Dann mal schauen, ob sie ob man die umzwergen können. Sack, Sack. Außer einer, der kloppt hier wieder die Nachtschicht durch. Stahlleiter. Oh, wir können Geschütztürme bauen. Nice. Aber ich finde es auch doof, dass sie sich nicht selber hinlegen zum Schlafen und zum Regenerieren. Machen sie normal, aber erst wenn sie halt ziemlich down sind. Na, die waren alle, hatten alle nur noch ein Herz. Ich habe gesagt, die sollten alle in die Basis zurückgehen. Ja, das war wahrscheinlich dieses, wenn sie auf 30 HP sind, legen sie sich hin und die hatten 31 HP. Oh, und hier unten ist noch ein Zwerg. Den müssen wir mal wegholen. Oh, meine haben ganz schön beim Hühnchen, nicht beim Hühnchen, beim, bei der Ente zugeschlagen. So, wie sieht's bei deinen Zwergen aus? Wollen wir drauf fahren? Boah, werden jetzt langsam wach. Ich zieh mir dann schon mal der Hornzauber runter. Kannst du nämlich direkt Portal oben hinsetzen und dann machst du den Hornzauber hin, dann rennen sie alle dahin.
Okay. Setzt du dein Portal links hin und ich setze meins rechts hin, dann kommen wir von beiden Seiten. Zangenbewegung ist okay. Eigentlich immer ganz gut. Ich suche gerade das Hornzauber. Ich soll mein Portal links hier setzen, ne? Naja, auf der anderen Seite, da wo meins ist. So, und jetzt setzt du hier den Hornzauber hin, dann kommen sie angerannt. Hüa! Ja, wo sind deine Jungs? Ja, die lassen sich Zeit. Ja, meine sind schon wieder so gut wie down geprügelt. Aber dafür sind die Gobbos auch ganz gut runter. Ach, meine gehen jetzt wieder pennen. Und danach kommt die gleich die neue Angriffswelle. Ich soll aus dem Portal rauskommen und gleich wieder. Zu! Aber so kann man die auch nicht verarschen, wenn man ein Portal links und rechts hinsetzt. Die laufen weg, gehen in das rechte Portal und teleportieren sich sofort zu dem rechten. Ja, Problem ist halt, dass die sich halt übereinander stacken und dann kriegst du halt gleich instant 10 Speere in die Fresse. Das ist dann so diese Au, 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 au. Ja gut, ich hole sie mal wieder zurück. Hält noch hoch aus, ey. Wir haben schon einen festen Rucksack. Yep. Nur nicht Material dafür. Ja. Oh Mann, die sind soweit wieder fit. Ich hoffe mal, die kriege ich. Ja, ich kriege die jetzt down, denke ich mal. Das ist halt diese Pyxer-Übermacht von denen auch hinfällig. Halt ganz praktisch, wenn du die relativ früh findest. Dann haust du die auch relativ schnell weg, aber wenn die dann halt gleich alle 10 übereinander stehen und dann kriegst du aufs Fressbrett, das ist unschön. Hast du genug Seile für die festen Keepen? Nee, ich habe gar keine Seile. Schaf ist auch gerade ziemlich mau, weil ich für die besseren Betten erst rasiert habe. Holzbogen bräuchte ich mal. Da würde ich die nicht einfach alle mit Keulen ausstatten, sondern hätte ich auch mal ein paar Jäger. Da hast du welche mit Bogenspezialisierung? Ich habe einen Magier. Hast du dem auch einen Stock verpasst? Nee, noch nicht. Wie gesagt, ich habe kein Glas, ich habe gar nichts in der Hinsicht. Einen Bogenschützen und einen Magier habe ich. Ich hätte mir natürlich auch einen Bogen kaufen. Aber ich würde es eigentlich aufsparen für das Mana. Ja,
Ja, außer du holst einen richtig brutalen Bogen direkt. Frage ist halt, wie viel Mana du verballert hast. Ich hab noch, ich hab 250. Na, wie gesagt, das Erkunden der Karte, das kostet halt extrem. Hm. Du hast aber noch mehr als ich. Ich hab 80. Du hast 250. Ach so, ich habe 280 verstanden. Nein. Ist nein. Wie nehme ich denn? Also. Fertig. Ah, Stahlsachen sind da. Dann gucke ich gerade mal, dass ich Stahlwerkzeuge mache. So. Ach Quatsch, das sind viel zu viele, ich Idiot. Eisenerz, Schwung. Gold ist auch komplett aufgebraucht, ey. Kann man Arbeitsaufträge auch irgendwie abbrechen? Weißt du das zufällig? Nee, keine Ahnung. Ich habe gerade 19 von den Hacken gemacht und sie ist halt, nein. Ich jagte gerade schon mal 5 bessere Betten schon wieder rüber. Jo. Ich glaube, das sind doch schon die höchsten. Aber wie viel Gold hat's denn jetzt? 8. Wie gesagt, du griefst das immer alles ab, wie im letzten Game auch. Aber ich gebe dafür nicht den Befehl oder irgendwie sowas. Ja, also, wie gesagt, normal wird ja alles immer direkt gelabelt, wer was bekommt, aber irgendwie beim Gold hast du irgendwie deine Zwerge so das glücklichere Händchen. Die wissen eben, wer der Bot ist. Oh, hier, Langbogen ist jetzt verfügbar. Brauchst allerdings 2 Seil dafür. Zauberschleifstein, Fallschirm. Gern mal Blechrüstung langsam. So, Eisen und Gold kommt wieder rüber. Ah ja, die unterirdische Quelle sammelt sich nicht an, weil hier alles Sand ist, da sickert das durch. Hier sammelt sich jetzt aber was an. Das ist alles umgeben mit Steinen. Oben den meinst du? Wo meine Zwerge gerade drin sind. Wo sind denn deine Zwerge gerade drin? Ach da. Bauen wir das hier einmal zu. Alter, was machst du denn da? Ich wollte das gerade wegsammeln.
Ja, ich mach das jetzt zu. Ja, ich wollte das Wasser sammeln. Jetzt ist das Wasser weg. So, jetzt kann sich das Tier ansammeln. Ach, das ist schon der feste Stein, gell? Das ist nicht Erde. Hm? Genau. Ich habe ja oben hier den Zakorak-Teich. Oh, Monsterangriff. Ich mache unten den Drachenplan, wenn... Oh, Feuer. Ja, jetzt eine Leiter sammeln und machst erstmal überall Schädel drauf. Was? Feuer, 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 deine Betten brennen. Hm. Sind schon dabei zu löschen. Ging's zu heiß her, ha? Huh? So. Am Zakko-Teich sind auch Zombies, die hacken hier gerade den Teich kaputt. Schön. Das Wasser ist zu tief, da kommt man nicht dran. Hier brennt schon wieder. Warum das? Naja, weil es sich ausbreitet. Nicht Bioshock gespielt. Und Warnung, Feuer kann sich ausbreiten. hallo? Wollt ihr löschen? Ich gehe. Der steht auf dem Feuer. Löschen. Ist halt interessant, finde auch hier diese ganzen Pflanzen und Co. Die fackeln natürlich nicht an. Ja, stimmt. Fertigen Eisenerz schicke ich dir wieder rüber. Oh,
Kohle schicke ich hier rüber, ist auch schon wieder alle. Stahlspitzhacken gehen gerade rüber, Eisenäxte werden gerade gebaut. Nice. Heute gibt es Wildsau-Gulasch. Hier ist auch noch mal ein See. Hier ich habe doch oben den aufgefüllt. Wenn es regnet, sollte der jetzt auch weiter steigen. Okay. Eine Stahlspitzhacke fehlt noch. Jupp, habe ich eh aus Versehen wesentlich zu viele gebaut. Weil ich doof bin. Boah, jetzt sind wir wirklich die ganze Zeit am Limit. Kohle ständig aus.
Das Problem ist, mir geht langsam das Mana aus, ey. Ich habe 11 Münzen. Wie viel fehlt dir noch? Ich habe... Dann haben wir 62. 3 Münzen fehlen noch. Ich schick die schon mal ins Zwischenlager. Nein, 52 haben wir denn, wenn du 11 hast. Ist die Eisenrüstung fehlen, tut echt weh. Weil mit denen hast du nochmal einen ordentlichen Boost mittendrin bekommen. Mhm. Wie viele Nahkämpfer hast du? Gar keinen. Okay, dann brauche ich dir keine Schwerter machen. Hast du dir schon einen Langbogen gebaut? Nein. Auch nicht. Wie gesagt, mir fehlen ja ständig die Materialien. Ich schick dir ja alles zu. Schaffell auch. Ja, auch. Ich kann noch mal gucken. Also im Zwischenlager ist nichts. Ist angegriffen. Das ist scharf oder habe ich gar keine. Warum rennt ihr denn da unten im tiefsten nichts rum? 2 Seile habe ich noch. Die schicke ich dir mal ins Lager auf. Ja, yeah, Buch des Bergarbeiters. Braucht man nicht. Ich habe tatsächlich nur einen Bergarbeiter. Das ist... Na, immerhin. Aber dafür levelt er auch gar nicht so schnell. Das klang jetzt gerade nicht sehr positiv. Und dafür levelt er auch langsam. Yay, I guess. Also dafür, dass meine Zwerge nur abbauen die ganze Zeit, ist Level 28 nicht gerade doll. Ich war früher ins Bett, letzte Nächte waren übelst nervig, andere und endlich am Schlafen war lang gedauert, weil ich nachgehustet habe. Jo, dann schlaf gut. Ich denke, wir machen noch bis 9 und dann ist gut. Aber Zacko, wenn du willst, können wir das gerne nächste Woche Sonntag weiterspielen. Können wir gerne machen, bin ich dabei. Dann gucken wir, dass wir, wenn ich aufgerüstet habe bei den Zwerge, ein bisschen, dass wir noch hier einen von den Bossviechern killen, dass wir das wenigstens in dem Ding hier noch drin haben. Damit die Leute mal ein bisschen Action gesehen haben. Ja, das wird auch ein bisschen schwieriger sein. Gerade der Zombie-Ritter, oder? Wir werden sehen. Der wird uns ja schon niedernatzen. Ja, ich habe jetzt das, was wir an Chitin hatten, in Rüstung umgebaut. Ich weiß gar nicht, wo man Chitin herbekommt. Ich weiß nur, dass man das Chitin immer scheiße wenig hat. Chitin bekommt man von diesen Käfern, die angreifen, ab und zu mal. Irgendwo musst du erst Lederrüstungen bauen und dann kannst du Chitin draufpacken, so yay. Du kannst es halt nicht wirklich farmen, das ist halt bitter. Die Münzen hattest du noch nicht reingeschickt ins Lager, ne? Doch, hatte ich rübergeschickt. Ich habe auch jetzt wieder eine mehr, die schicke ich auch gerade rüber.
Oh, hier ist auch ein Kohlevorkommen. Endlich ist. Das ist schon mal gut. Nice. Kohle schicke ich dir jetzt auch mal alles rüber. Schweine dezimiert, dass ich mal ein paar Lederrüstungen machen kann. Hey Chris, na, was macht die Kunst? Auch heute schön gestreamt. Also wie gesagt, bei mir funktioniert das Ganze nicht so, weil ich ja die Siedler nicht gestreamt habe. Warum steht der Kollege hier rum und langweilt sich? Ui, hier ist ein. Ui. Hier war so ein Bossgegner. Einfach so mittendrin. Aber ich weiß nicht, woher der kam. Das ist bestimmt Rummiglitch. War so ein Arthas-Verschnitt oder was? Ja, hier diese mehräugige Vieh. Diese Ritterviecher oder was? Nee, hier dieser Kopf mit den fünf Augen. Also ein Beholder. Oh, Sand. Brauchst du Sand? Oder was? Nö, ich hatte mich nur gewundert, weil die Wand halt so weg. Okay. Hat eigentlich alle jetzt schon die besseren Äxte gegeben. Ich habe die besseren Äxte auch rübergeschickt, gell? Genau. Das kann ich jetzt auch mal ausrüsten. Weißt du, das hat dir der Teufel gesagt. Und alles gut bei dir. Wenn ich mich recht entsinne, hast du ja noch entsprechend etwas ausstehen, ob alles gut gelaufen ist. Was ich ja sehr hoffe. Der Zacko-Gedächtnisteich sackt jetzt auch wieder weiter ab, weil hier unten diese einen Zombie-Mistviecher den Boden rausgewockt hatten. Ja. Kannst du bauen? Ja. Ich hoff's. Also meine stehen da und drehen Däumchen. Wahrscheinlich gerade so, dass das Wasser zu tief ist. Ja, merp, nö. Ah, okay. Ja, immerhin. Besser als wenn irgendwo was hakt. Aber meinem Vater haben sie ja den Fuß kaputt operiert. Die Schweinepriester. Und dann kannst du da nicht mal mit dem Knüppel draufhauen bei den Säcken. Die da netterweise sowas sagen, wie ist halt so. Den hätte ich auch gerne mal ist halt so aufs Maul gehauen. Ach ja. So ist das. So ist das, wenn man keine Probleme hat, dann gibt es genügend Leute, die einem welche schaffen. That's life. Na, 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 na.
Für einen Lederhelm brauchen wir Eisenerz, ein Leder und ein Seil. Ernsthaft? Oh, ich habe da eigentlich auch schon ein paar Schafe niedergekloppt. Eigentlich müsste ich doch Wolle haben. Leder habe ich zweimal. So. Reis habe ich. Geschuppter Küras. Nägel habe ich. Bauen. Oh, ich habe 21 Chitin, fällt mir gerade auf. Und jede Menge Nadeln. Brauchst du Bretter? Aktuell eher nicht. Also, wenn du sie nicht brauchst, kannst du sie rüberjagen. Nö, eigentlich nicht. Portale sind offen. Portale. Jo. Ich bin schon oben, zufällig. Oben kommen wieder ganz tolle Viecher. Mistvieh. Jo, schlaf gut. Dieses Mistvieh, was da unten einfach mal stumpf das rausgeprügelt hat. Bis zum Taucherhelm dauert es wahrscheinlich noch ewig. Wenn es den hier in dem Biom überhaupt gibt, mal davon abgesehen. Schade, kommt nicht hin. Ja, dann setzen wir da die Erde wieder hin. So, ich wollte die Bretter. Fleisch habe ich 19 Mal. Das schicke ich auch mal zu, wa?